ist raus. Okay. Oika, sie sind raus. Aber wir haben den Part gerade erst angefangen. Und schon bin ich raus. Herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die, verdrehte Hallenfinale. Dum, dum, dum. Oh ja. Gerade einen Schädel gedroppt oder hört er sich das nur so an? Hier sind standardmäßig 4 Schädel auf der Karte. Die werden bei jedem Mal spielen natürlich, na, ha, macht ja Sinn, kommen sie wieder. Wo ist denn beiden, man, nicht? Der Flieger? Doch, es gibt noch 2 weitere Tore und 2 oben, wo die Portale sind, sind Flieger. Da kommt also, oben bei dem also oben sind Flieger? Ja, ganz oben kommen die Flieger her. Dann sind noch 2 Treppen, die von oben nach unten führen, wo sie runterlatschen müssen. Und dann halt die Treppen hoch. Also da, wo ich bin, ist auch ein Tor dort. Ja. Oh, kommt da Overt raus? Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Fallen, ne? Stelle ich denn die Zwerge hin? Nee, nicht. Ich kann doch nicht das Plünderer-Schmuckstück mitnehmen. Dachte ich mir. Überleg gerade, ob ich die Zwerge einfach dann hier oben neben den Eingang stelle, dann können die ja eigentlich runterwerfen. Das ist gut, dann oh, 2 Eingänge. Wie nervig ist das denn? Das sind insgesamt 6. Von wo aus kommen die Flieger? Einfach von geradeaus rein? Ja, die kommen von einer Seite rein und gehen dann zum jeweils gegenüberliegenden Portal. Das heißt also, ja, wenn sie von da rauskommen, kommen sie da rein. Ja, ja, macht Sinn. Was sagst du jetzt immer so arrogant? Wer will mehr fallen? Ich! Das ist jetzt die Frage, ich stelle mal hier oben einen Zwerg hin. Ich frage mich, ob der hier oben auch wirklich runterwirft. War das einfach mal aus? Also ich bin dafür, dass du es einfach mal ausprobierst. Ja, ich habe da jetzt einen hingestellt. Ja, dann stell ich doch dahin. Mach ich auch. Traust dich nicht, gleich kneifst du wieder ein. In ja, pro Mexiko. Wirklich. Gleich wird's ungemütlich. Das Niveau ist schon wieder tief. Ja, deswegen ist es auch ganz weit oben. Das ist meine Orks in Ruhe. Einer muss mindestens bis da vorne laufen. Ach ja, sind deine. Das wird dem Zwerg jetzt ausprobieren. Das sind verdrehte Hallen, darf ich nicht vergessen. Ja, er wirft darunter. Macht irgendwie Sinn, ne? Aber ich wollte ja wissen, wie weit er wirft. Oh, der kann bis hinten zu meiner hintersten Frostfalle werfen. Das finde ich ja schon mal sehr positiv. Das ist ja da boah, ordentlich Range. Vor allem sind sie komplett ausgeskillt. So. Kannst du denn mal sterben, Ork? Danke. So macht man das. Hui. Warum mach ich bei dir permanent Schädel? Oh, das wird lustig. Ich weiß auch nicht. Ich hab gerade einen bekommen. Den habe ich angenommen. Ich wollte ja auch für die bestaussehendste Magier Kandidatur kandidieren. Da muss man Bestechung lernen anzunehmen. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Ihr kriegt mich niemals leben. Oh Gott. Das stimmt. Ich lebe für Orks Massaker. Bestellt und erledigt. Bam. Oh shit. Wow. Ich bin so gut im Dodgen, dass ich nur dodgen kann, wenn ich gar nicht dodgen will eigentlich. Sehr schlecht. Ui. Flieger in der Luft. Meint er meine Gegner? Also nah dran würde ich das nicht nennen. Und sie sind eher noch ganz schön weit weg. Also kann man das eher sehen. Und je mehr sie sterben, umso mehr sind sie noch weiter weg. Das ist fast schon poetisch. Aber nur ein bisschen, keine Sorge. Ich will mich hier nicht gleich wegnehmen. Oh ja. Oh, in der motherfucking Luft. Ja, ich bin gerade. Bin gerade unten. So. Oh, das sind die Drecksviecher, die so viel aushalten. Ne, das sind die Drecksviecher,
die gar nicht tot. Die aus Blitz bestehen. Ernsthaft? Ja, das sind Blitzfeder. Du weißt, dass ich da null Damage mache. Du setzt deine Stäbchen ein. Und lernst Japanisch zu essen. Oder Chinesisch. Deswegen habe ich auch meinen Eisdigger mitgenommen, damit die halt One-Hit-Down sind, wenn ich treffe. Ja, ich weiß, das ist ein Blitz. Ich hätte doch das Feuer-Amulett können sagen. Egal. Bleib da einfach stehen. Umgemacht. Alles okay, ne? Na ja, dann bleib ich halt jetzt erstmal hier oben. Gleich wird's ungemütlich. Geil. Für die. Oh, komm her, Titan. Sie brechen durch. Oh. Ja, immerhin kann ich so One-Hit mit einem aufgeladenen Schuss. Meine Flieger sind weg. Meine auch. Ist ja auch echt nicht schwer, wenn du Flieger, wenn du gegen Flieger mit Eis kämpfst. Weil die runterfallen, dadurch so viel Schaden. Ja, die wird sterben. Wow. Wir haben Schädel gedroppt. Mach mir nicht. Ihre merkwürdige Sound. Okay. Mann, das ist eine Menge tot. Was ist, Fallo? Ich hab zwei von diesen Fetten. Yep. Ja, warte ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen kleiner machen und die Abnehmkur schicken. Ah, ich bin dabei. Oh, die Tricks möchte ich von dir sehen. Wie kriegt man so ein. Ist eine Elektroschockkur. Imakeyousexy.com machst du jetzt auf, ne? Mit The Florian Style. Oh. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt kriegst du auch ein Ei. Das wird Sie überraschen. Sieh einer an. Oh, das habe ich angebissen. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Digga. Wo denn? Nur Flieger ist mir nicht präzise genug. Ja, ich verzauber einfach einen, dann fighten die sich erstmal. Stimmt. Machen sich gegenseitig null Damage. Hört mich ja nicht, Hauptsache sie bleiben stehen. Oh, wieder Warp. Komm, du klar. Oh. Ja, okay. Ah, bei dir. Ja. Bei mir. Ups. Die sind schon nah dran. Schädel oder was? Oder die Gegner. Schädel. Ich hab gerade auf eine Karte gucken, doch bei dir. Ich mag dieses Karten-Setup nicht. Aber ist echt ein bisschen unübersichtlich. Das ist ja auch so ein Stück Spieldesign. Es soll ja unübersichtlich sein. Oh, da macht's Ahu. Oh. Und weiter wegziehen ist damit ein bisschen einfacher. Ah! Das hat sich sehr gut angehört. Der war knapp. Wow. Shit! Noch eine Kombo! Aufu! Go und deine Hell somewhere. Eine. Stirb irgendwo in der Hölle, genau. Und wegen Englisch-Einser-Kandidat. Was ist ein Englisch-Einser-Kandidat? Ich angeblich. Du bist halt auch mein Zeugnis. Cool. Ja. Ich schäme mich. Ich werde immer mehr und mehr wie mein Bruder. Dein Bruder hat sich zu eins geschleimt. Neidisch?
keiner kommt vor. Nein! Weißt doch, Flo, du machst es lediglich. Scheiß Flieger müssen echt erst durch diese Barriere. Ja, ich weiß. Was meinst du, wie viel Mana ich schon an denen verschossen hab? Wow. Ist nicht getroffen. Ich finde meine Sprungfeder fallen trotzdem immer noch sehr positiv. Scheiß drauf, ob sie töten oder nicht, aber sie halten wenigstens auf. Alles klar? Okay. Nee. Ich bin so ein Troll nicht da. Mit nah dran meinst du nah dran am Tod? Oh, wow. Das trifft sie ja. Du hast Kegeln gespielt. Bisschen. Ich finde die Soundeffekte so geil. Ja, alles Paletti. Joa. Oh ja, fliegen wir. Ja, der Sumpftroll ist gerade gestorben. Der wollte ein bisschen fliegen gehen. Bam. Bam. Oh yeah. Ja, das war lustig. Das stimmt allerdings. Oh, upsi, Daisy. So. Los geht's. Ach, ich liebe es, mehr von Sprungfederfallen zu haben. Kann nie genug von den Teilen haben. Treffer. Oh fuck, zu viele kleine Viecher bei mir. Ich kann irgendwie auch. Ich hab grad ein anderes Problem. Das Problem hat sich selbst getötet. Das Problem hat sich selber geschlagen. Ja, ich benutze jetzt einfach mal den großen Erdfürsten. Die anderen Viecher verhaut. Mhm. Ist geil, dumm, dass diese scheiß Gnolljäger auch einfach über die Eisfallen laufen teilweise. Ja, weil der Trigger nicht kommt. Voll dumm. Mhm. Vor allem bei so vielen hintereinander. Hier ist keiner mehr. Warum wird da was angezeigt? Das wird Ihnen gefallen. Mal eine Pfeilfalle. Pfeilfalle. Bester Job aller Zeiten. Ach, der Feind herkommt, klar, es ist gut. Ah, ist nur kacke, wenn kleine kommen und Flieger. Ja. Yeah. Das war etwas unübersichtlich. Die Schonzeit ist vorüber. Kannst du dir mal vorstellen, wie geil es ist, diese Karte alleine zu spielen? Spaßig. Traumhaft. Ja. Yep. So. Das ist tatsächlich mal das erste, was du machen musst, weil die dich sonst hart finden. Richtig hart. Ohne Durex Play. Wow. Muss ich den Joke jetzt bringen? Die scheiß Ogre-Magier da hinten. Wird meine Zwerge. Oh, toll. Weißt du, die Ogre-Magier haben eine größere Range als meine Zwerge. Was ist das Problem? Jetzt ein bisschen mehr auf die konzentrieren. Wie geiler sind die Hobgoblin-Schamanen? Die machen Spaß, die Leben machen Leute wieder. Oh, ich kann ihn aber mit meinem Stab one-hitten. Ja. Yep. Freu dich im DLC bei den. Mit den Yetis war das, glaube ich. Nee, mit Familienbande. Da kommen die Heiler dabei. Die heilen dir einfach mal so einen gesamten Damage, den du machst, direkt wieder hoch. Für die Gegner. Kann man jemals so viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Okay. Ich stelle jetzt die Zwerge hier mal so ein bisschen um. Dreh dich um, dreh dich um. Hä? Erzähl, hat die Baumstammfalle ausgelöst. Ich hab sie nicht ausgelöst.
auch nicht lieb, wenn sowas passiert. Ist bei dir noch intakt? Ja, ich meine schon. Ja. So aus. Also benutze ich bei der letzten Welle. Das ist ein Groß, das ist ein Baumstamm. Muss man da nur drauf schießen? Ja, muss man drauf schießen. Und dann geht's automatisch los. Boah, drei auf einmal, ich bin stolz auf meine Skills. Bist? Boah! Oh! Scheiße! Ich hatte gerade. Oh, noch einer! Ey, wie viele Knolljäger waren denn das jetzt? Ja, du hast Aggro gezogen. Weil du da Zwerge stehen hast. Ich hab's gemerkt. Jetzt krieg ich die ganzen Flieger nicht tot. Hab ich doch gerade gemacht. Ah, okay. Meine Fresse, so 70. Ich guck, ich dreh mich auf einmal um, 5 Stück. Oh, da kommt noch mehr. Da hab ich auf meine jetzt nicht aufgepasst. Boah. Passt schon. Oh, richtig. Ich war gerade leicht irritiert, was das dann da ist. Weil ich der Meinung war, alles gemacht zu haben, aber naja. Ich fand's ganz lustig, ich guck auf der Map, auf einmal bewegten sich so ein paar Punkte ganz schnell zu mir. Ich dachte so, oh oh, kleine Viecher, nee, große Viecher. Ich meine, sie kündigen sich ja auch laut genug an. Aber mit der Anzahl hatte ich nicht gerechnet. Okay. Das war der schnellste Ritt deines Lebens. Mann. Ich muss erst warten, bis die durchkommen, dann kriege ich mir auf einmal Gehilfe. Bam. Sein, oder? Bam. Fuju. Ey. Oh. Da fliegt ein bisschen was rum. Boah, was ist da los? Was kommt da alles? Stimmt nicht, das finde ich. Oh. Ich liebe es, wenn ich was fliegen sehe. Meine Güte, 70.000 Viecher später. Boah! Oh, hier viel Spaß mit den Gewittern. Glück habe ich da so viele Fallen nicht erlegt. Gut, ich hab Mana, alles klar, Spam. Du Mana, Mana, Party, Mana. Du weißt ja, Mana mag man eben. Boom! Das wäre so episch gewesen, wenn das Ding jetzt passend explodiert. Das ist na, schon ziemlich episch fies. Um mich in einem Satz. Was denn? Jetzt gibt's das Feines. Bam, bam, bam. Ich hab jetzt einfach noch ganz schnell hier unten meine Geldquellen verbraucht, indem ich einfach Feldfrostfallen platziert hab. Alles gelungen. Oh, ich werde die Fliegerviecher gewichen. Diesmal wird das, glaube ich, nix. Hier nochmal einen Schuss aufladen. So. Kümmer mich drum. Pass auf. Du wirst es wahrscheinlich wieder aggro ziehen. Wird schon wieder los. Ich weiß ja, je größer die Brust, umso mehr aggro ziehst du. Bam. Oh, es wird hier einfach gerade bei mir so ein bisschen voll. Oh ja, ich hab aggro gezogen. Oh. Oh, jetzt bei mir sind gerade so viele Viecher. What the fuck? Ja, besser als tot, ne? Hey, sie sind aber ein prima Schutzschild. Ich brauch den Mana von Zwerg hier aus. Echt? Yes! Alles klar. Boah, ich bin so tot. Ach, oh nein, hat er sich das Knie aufgestoßen? Man hat doch zu viel gesoffen. Das ist mir ja egal, das prima Schutzschild. Hat der etwa ein Bier gesehen und sich dafür gebuckt? Kennst du nicht Tubuk? What the?
Fuck. Wo sind denn die Gegner? Ja. Hä? Einer ist gerade ins Feuer gefallen. Yay, ich habe eine Belohnung erhalten. Klassische Ordenstracht. Doppelsprung. Ja, du kannst ja Prinzessin Peach nachmachen. Ja, eine Feder. Ey, haben wir volle Köpfe? Doch nicht. Jetzt kommt gleich erstmal wieder lautes. Moment. Oh Mann. Sehr gut. Weiß, manche mit haben kein besseres Problem, als mir um 19.21 Uhr auf den Sack zu gehen. Heute mit so belanglosen Dingen. Oh. So, habe ich heute schon dreimal gesagt, ich wiederhole mich heute öfter. Was hast du gesagt? War dasselbe. Immer dasselbe, okay. Ich muss hier kurz einen Cut machen, kriegt ja gar nicht mit, aber ich muss Audio dann wieder gleich leiser machen. Nee. So, und jetzt gucken wir uns auch das Extro an. Ist das zu glauben? Ich rette schon wieder die Welt! Der Plan des Alten ist aufgegangen. Die Magie ist in unsere Welt zurückgekehrt. Schon komisch. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Er dachte wohl, dass seine Zeit vorüber war. Die Irre sagt, dass wir den Orden wieder errichten müssen. Und dass wir es diesmal richtig machen werden. Was auch immer das heißen soll. Dann zieht sie diesen süßen Schmollmund und alles ist gut. Wir werden viel Hilfe bekommen. Jetzt, da die Magie zurück ist, wollen plötzlich alle wieder im Siegerteam mitspielen. Wir werden stets auf den Festungsmauern Wache halten und die Spalte hüten, damit zu Hause die Lichter anbleiben. Sie sind nämlich immer noch da draußen. Mann, ich liebe meinen Job. Gut, dass der Junge auch gar nicht an Selbstüberschätzung leidet. Bist du auch deine Spalte hüten? Oh je. Yeah. Oh Mann. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass du den bringst. Nein. So, wir haben Story-Modus durch. Way. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt machen wir. Ich denke mal. Ich weiß nicht, ob wir klassisch oder die DLCs erst machen. Gucken. Oder vielleicht auch mal zwischendurch ein Endlos einschieben. Damit wir ein paar Schädel farmen, die wir eventuell brauchen. Niemals. Okay, dann nicht. Sag mal, das war's dann jetzt erstmal für diesen 15. Part OMD 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Beauty Tipps mit Mrs. Enrage. Ciao. Tschüss.